Kennt ihr Siri? Hier die App vom... Vom iPhone. Ja, genau. Habe ich mal von gehört. Habt ihr mal mit der gearbeitet oder versucht, mit der zu reden? Warum nicht? Ist sie zu doof? Weil ich ein Android habe. Ah, okay. Das habe ich auch. Und Samsung hat jetzt auf einer Messe eine Sprachsteuerung vorgestellt. Die kommt in 2 Jahren heraus. Die soll eine gewisse künstliche Intelligenz haben und dadurch auch Dialoge so auf ein längeres Gespräch ermöglichen. Hast du Lust, sie zu testen? Dann aktiviere ich die. Ja, klar. Da kannst du eigentlich alles fragen. Hi, ich bin der Lothand. Wie geht's dir? Hallo. Wie heißt du? Lothand. Hallo, Lothand. Ich heiße Cassandra. Oh, schöner Name. Was machst du heute noch? Heute werde ich deine Fragen beantworten. Oh, das ist aber sehr lieb von dir. Nun gut, ich muss jetzt auch schon weiter, ne? Tschüss. Auf Wiedersehen. Nee, aber es reagiert ganz, ganz passabel. Ich bin Sophie und du? Hallo Sophie, ich heiße Cassandra. Okay. Mein Zeugnis ist mittelmäßig ausgefallen. Hallo, dein Zeugnis ist mittelmäßig ausgefallen. Das tut mir leid. Was kann sie dagegen tun? Vielleicht kann sie sich Nachhilfe holen. Ich habe schon Nachhilfe. Sie hat aber schon Nachhilfe. Was machen wir denn da? Sie hat schon Nachhilfe? Ja. In welchen Fächern? Mathe und Englisch. Mathe und Englisch ist sehr schwer. Das tut mir leid. Ja. Ja, vielleicht musst du mehr lernen. Ich würde sagen, ich lerne genug. Wählen, sie oder? Versteht einen besser, finde ich auch. Ja, ja, das stimmt. Vor allem, das ist da echt bei Apple nervig, weil stimmt, ja, da sagt man was und dann versteht man. Ja, dann sagt, also versteht sagt die das dann nicht. Immer so, oh, sollen wir im Internet nachsuchen? Mhm. Und dann immer so. Ich guck selber. Ah, okay, weil Samsung hat jetzt auf der Rob Vegas Messe eine neue Sprachsteuerung mit einer künstlichen Intelligenz vorgestellt, die sich dann zum Beispiel auch die Namen merken kann und mit denen kann man dann so richtig reden. Okay. Und wir haben das mal bekommen zum Testen und würden euch einmal kurz einladen, das mit auszuprobieren. Ihr könnt euch einmal bei ihr vorstellen, wenn ihr wollt. Ja. Marie? Hallo, Marie. Wo wollt ihr als nächstes hin? In der Europapassage. Kann man in der Europapassage was Schönes essen? Ah, auf was habt ihr Lust? Asianudeln. Asianudeln in der Europapassage. Ich bin hier in der Hamburger Innenstadt und ich möchte gerne jetzt sofort Laufschuhe kaufen. Wo ist das möglich? Hallo, wie ist dein Name? Mein Name ist Matthias. Hallo, Matthias. Hallo. Ich heiße Cassandra. Aha. Laufschuhe kaufen? In der Innenstadt, in der Hamburger Innenstadt, in einem Laufschuhladen. Welche Schuhgröße hast du? 44. 44 ist eine große Schuhgröße. Ja, mag sein. Ich finde sie normal, aber gut. Wo kann ich denn jetzt Schuhe kaufen? Versuche es doch mal. In der Spitaler Straße 2 beim Nike Store. Vielleicht findest du dort passende Schuhe für dich. Viel Erfolg! Ja, sehr nett. Aber es hat ja schon so in etwa den Charakter einer Unterhaltung. Es dauert zwar ein bisschen, Zeit verzögert, aber es funktioniert. Sie klingt auch ein bisschen, also sie klingt zwar ein bisschen abgehackter, aber die Stimme ist menschlicher. Ja, das ist nicht so komplett vorgelesen, ja, wie das beim stimmt. Alten. Kannst du dir denn vorstellen, oder hast du momentan Samsung oder hast du ein iPhone? Ich habe leider ein HTC, weil mein Samsung einen kurzen hatte. Was hat er denn, kurzen? Ja. Aber es ist nicht jetzt das, was ich denke, oder? Sagen Sie jetzt zumindest, dass Sie keine Zeit haben. Das versteht sie. Ja, okay. Achso, das ist ein Wort. Genau, die versteht Sprech. Okay, also, tut mir leid, aber im Moment habe ich nicht so viel Zeit, weil ich um 2 Uhr, das ist in 3 Minuten, eine Verabredung habe. Okay, was sagt sie? Das tut mir sehr leid.
Ist ja nett. Ich wünsche viel Spaß dabei und viele Grüße an deine Verabredung. Wow, nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann grüßen Sie aber auch schon. Ne? Okay, Dankeschön. Tschüss. Ich bin aus Deutschland, er ist aus Irland. Ah, okay, hi. Benutzt ihr Siri vom iPhone? Die gibt es ja auch in Irland. Oh, you have an iPhone. Do you know, do you use your Siri? Hm? Do you use Siri by your iPhone? No, I have iPhone 4. Yeah. Not 4S, no Siri. Hallo. Hallo, wie heißt du? Sibylle und? Dale. She's called Cassandra. Wollt ihr sagen, wo ihr hingeht zum Beispiel? Das kann sie nämlich alles. Wir gehen zu Karstadt. Oh, Karstadt, wie schön. Was möchtest du kaufen? Ein Geschenk. Ein Geschenk für mich? Nein, für seine Eltern. Ein Geschenk für seine Eltern, wie schön. She says like, where we're going and like, what are we gonna buy? Das ist sogar noch Geschenke, den Fragen für seinen Vater. Hast du Ideen für ein Geschenk für seinen Vater? Wie wäre es mit einem guten Duft? Oh, she says we should buy perfume. Perfume, okay, that's a good idea. Hast du noch eine andere Idee? Wie wäre es mit einem Herrentaschentuch? Taschentuch? Taschentuch? Okay, she says maybe, I think she means bag, like a bag for your dad. Könnt ihr euch vorstellen, so etwas zu benutzen in ein, zwei Jahren, wenn das rauskommt? Would you like imagine to use that when it comes yeah, in one, two so. Years? Yeah. Das ist ein Computersystem, das antwortet schon praktisch auf alle Fragen. Das heißt, Sie können sich mit dem Computer unterhalten. Das ist so ideal. Das haben wir hier. Wollen Sie dir eine Frage stellen? Dann aktiviere ich das mal kurz. Ja. Hallo, ich bin Cassandra. Ja, wie schön. Carmen, wie die Oper. Carmen, gehst du gerne in die Oper? Ja, sehr gerne. Ich fahre jetzt auf Bayreuth am Sonntag. Wunderschön, schaust du dir an? Ich schaue mir diesmal gar nichts an. Ich habe meine Karten verschenkt. Aber ich mache da Urlaub. Du machst Urlaub? Ja. Soll es auch mal geben. Weil auch viele dahin wollen und müssen auf Karten 10 Jahre warten. Und dann helfe ich mal, weil ich früher mal einen Wagner-Verband gegründet habe. Das ist ja enorm, ne? Das ja, ist enorm, ne? Sagenhaft. Ja, das wird jetzt noch ein bisschen weiterentwickelt und dann kommt das in 2 Jahren raus. Ich wollte das erst gar nicht, weil ich eigentlich nicht dafür bin. Mhm. Aber die Erfahrung war eine sehr gute Erfahrung. Ich muss ihm mein Kompliment machen, ja, junger okay. Mann. Dann freut mich, dass wir Ihnen das zeigen durften. Immer. Okay. Das war wirklich, also in 2 Jahren. In 2 Jahren, genau. Von da Samsung. Da werde ich bestimmt drauf zurück. Ja, Samsung hat immer sowieso ja, die Besten, ne? Genau. Ja, dann danke, dass ihr das Experiment gemacht habt. Kein Ding. Habt ihr gemerkt, dass das nicht echt war? Dass das in Wirklichkeit eine Telefonverbindung ist? Nein. Nein. Wir sind dumm, ne? So. Nein. Fake? Ja. Weil das war nämlich kein Computer, das ist eine Stimme, die da sitzt, aber die gehört einem Menschen. Und wir gucken halt, aber es ist halt bisher... Ich dachte, das wäre echt. Es hat bisher auch niemand gemerkt, den wir das heute gezeigt haben. Also, das ist ein kleiner Scherz, hast du das mitbekommen? Nee. Nee, okay, das ist eine Telefonieverbindung. Echt? Ja. Bitte? Das war ein Mensch, leider. Ja. Den Spaß haben wir uns erlaubt. Das haben sie aber nicht gemerkt. Nein, habe ich nicht gemerkt. Okay, weil ich auch auf sowas nicht achte. Ja, das stimmt, genau. Ja. Das war einfach toll, die Erfahrung zu aber machen. Aber vielleicht gibt es das ja. Also, das heißt ja nicht, dass es wird ja schon sehr you, rasant. You never know. Genau. You never know. Genau. Tschüss. Tschüss. Sehr gut, Jasmin.